Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Solltest du beim Blick auf deine Facebook-Fanpage heute große Augen bekommen haben, dann lag das eventuell daran, dass deine kompletten Likes weg waren. Aber ich kann euch beruhigen, diese sind zwar möglicherweise weg bzw. werden schlichtweg nicht mehr angezeigt, aber eure Abonnenten sind weiterhin da und werden auf der Seite ausgespielt. Hintergrund des Ganzen ist das neue Seitenlayout von Facebook, das zumindest aktuell schon für Einzelpersonen wie Künstler beispielsweise aktiv geschaltet ist. Doch bevor wir uns näher betrachten, was denn noch alles neu ist, wollen wir uns noch einmal anschauen, was denn der Unterschied zwischen Likes und Abos ist. Mit deinem privaten Profil hast du die Möglichkeit, eine Facebook-Seite zu liken oder abonnieren. Wenn du nun eine Seite mit "Gefällt mir" markierst, bist du Fan und Abonnent zugleich. Doch was ist, wenn dir mit Mitte 30 die Sesamstraße immer noch sehr gut gefällt? Nun ja, entweder du stehst dazu oder hast aber die Möglichkeit, die Seite zu abonnieren, aber nicht zu liken. Damit würdest du die neuesten Posts der Sesamstraße in deinem Feed angezeigt bekommen, aber deine Facebook-Freunde würden das nicht sehen können, was bei einem Like aber der Fall sein könnte. Doch was ist nun neu? Wir schauen uns mal das neue Design anhand einer Künstlerseite an. Man sieht hier, dass der Steckbrief deutlich ausgedünnt wurde. Zum Vergleich, so sieht noch das alte Layout aus. Zwei Informationstextfelder sowie Like- als auch Abo-Angaben. Was geblieben ist, ist das Nachrichten- und Webseiten-Linkfeld sowie die Info darüber, um was für eine Seite es sich handelt und die Abonnentenzahlen. Bei Dienstleistern wird auch zusätzlich noch ein Bewertungsfeld im Steckbrief mit angezeigt. Was wir bei dem einen oder anderen auch gesehen haben, sind die Social-Media-Verlinkungen im Steckbrief des neuen Layouts. Wovon die meisten, bei denen das neue Layout schon ausgespielt wurde, allerdings noch keinen Gebrauch gemacht haben, sind die Portfolio-Bilder direkt im Steckbrief. Diese würden in Längsform dargestellt werden und sollten dann darüber informieren, worum es sich bei eurer Seite handelt, da diese als allererstes zu sehen sind. Im Infobereich würden dann im neuen Format sehr persönliche Angaben gemacht werden können, wie wir sie bisher von privaten Profilen kennen. Also Beziehungsstatus, Hobbys, Lieblingsfilme, präferiertes Geschlecht, Religion etc. Was aber, wie wir finden, die beste und sinnvollste Änderung darstellt, ist die Möglichkeit, als Seite zu agieren. Und das nicht über Umwege, sondern durch einen Klick auf dein Konto, unter dem du dann Profile wechseln kannst. Das heißt, im Sinne dessen wird die Seite als normales Profil betrachtet. Du hast damit einen eigenen Newsfeed und kannst als Seite kommentieren, liken und so weiter. Aber vielleicht habt ihr dazu ja eine ganz andere Meinung. Wenn das der Fall ist und ihr das eventuell überflüssig findet, hinterlasst einen begründeten Kommentar und gebt eure Meinung zum neuen Facebook-Layout preis. Ansonsten könnt ihr euch gerne an uns wenden, wenn es über die Optimierung eurer Facebook-Seite hinaus um Facebook-Ads oder Facebook-SEO geht. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team!